Könnte Sie mir erklären, was eine Rettungsgasse ist? Ja, indem die Autos rechts und links zur Seite gehen, damit der Rettungswagen oder Polizei oder so durchfahren können. Klar, wenn man Platz macht für den Krankenwagen, Rettungswagen. Wenn zum Beispiel beim Stau der Notarzt kommt und dann fährt man rechts oder links, macht in der Mitte frei, das wäre dann eine Rettungsgasse. Immer zwischen der linksten Spur und der danach rechten. Eine Rettungsgasse ist ein freibleibender Weg für Rettungsfahrzeuge, also für Feuerwehr, Polizei, Einsatzfahrzeuge bei Unfällen oder Katastrophen. Ja, auf der Autobahn, wenn es Unfall passiert oder Stau ist, man muss dann entweder rechts, also einer rechts, ein anderer links, also Rettungsgasse bilden, dass der Feuerwehr und Not durchkommen. Ne? Zum Beispiel jetzt bei der Autobahn halt, dass man dann halt zwischen der linken und der mittleren Spur die Gasse frei hält, wenn Stau ist, auf jeden Fall. Und ab wann sollte man die Rettungsgasse bilden? Dann, wenn ein Stau entsteht, immer nach links bzw. rechts. Ja, im Prinzip schon, wenn ein Stau sich andeutet. Ab Beginn des Staus, würde ich sagen, ja. Wenn der Stau sich anfängt zu bilden. Wenn der Weg für die Rettungskräfte versperrt ist, grundsätzlich. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Rettungsgasse auf deutschen Autobahnen? Ich habe noch keine erlebt. Ich bin immer im Stau gestanden und habe gehofft, dass der Rettungswagen durch kann. Zwiespältig. Wie sind Ihre Erfahrungen auf deutschen Autobahnen mit der Rettungsgasse? Wird die immer gebildet? Relativ selten. Ich mach's meistens. Nee, kaum jemand. Ganz wenige und das selten. Und wenn, dann wird's gleich wieder geschlossen. Funktioniert eigentlich, ja. Mit Ausnahmen. Hier und da gibt es Autofahrer, wo halt nicht in den Rückspiegel schauen. Ja. Also in jedem Fall, wenn ich auf linker Seite bin, dann gehe ich immer ganz links. Oder rechter Seite, dann gehe ich immer auf rechter Seite. Also in Österreich mehr als hier in Deutschland. Genau, wir fahren also dort wird es wirklich gemacht, hier in Deutschland genau. Ist es wirklich sehr selten. Wir sind öfters durch Österreich, fahren wir durch und wir haben schon Erfahrung damit. Also ich bin da zuversichtlich, aber ich habe schon oft erlebt, dass da viele die Rettungsgasse nochmal für Motorradfahrer benutzen. Also es wird manchmal auch missbraucht, aber ich denke, dass es eigentlich schon im Grunde genommen funktioniert. Finden Sie, dass man die Strafen erhöhen sollte, wenn die Rettungsgasse nicht gebildet wird? Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Also erfahrungstechnisch ist in Deutschland, egal was sie für Gesetze machen, die wären überschritten, dann zahlen die Leute halt mehr Geld. Normalerweise wird die Strafe so hoch, dass sie es nicht machen, aber... Ja. Also ich vertraue auf die Vernunft der Menschen, dass sie ohne Strafe trotzdem eine Rettungsgasse bilden. Das bringt nichts. Ja, manchmal ist es aber auch schwer, eine Rettungsgasse zu bilden, weil man einfach keinen Weg mehr hat, wo auszuweichen, weil hier das Auto schon stehen, weil man kann nicht rückwärts und nicht mehr vorwärts. Zumindest sich aufmerksam machen, wie Österreich auch, jede Werbung ist an jeder Ecke und dass die Leute mal endlich mal kapieren, dass man das machen sollte. Und Strafe, ja, würde ich schon machen. Wieso nicht? Also wenn Leute tatsächlich einen Unfall behindern in der Art und Weise, dann würde ich sagen, sollte man die Strafe erhöhen, ja. Weil da geht es ja um Leben. Ne? Also auf jeden Fall, weil ich denke, wenn mir was passiert, bin ich auch in der Lage, dass der Krankenwagen, die Polizei oder die Helfer, die eventuell auch noch da sind, dass die schnell durchkommen und an mich herantreten können und mich versorgen können. Also ja, auf jeden Fall. Helfen Sie mit, dass wir alle gemeinsam Leben retten. Bilden Sie eine Rettungsgasse.